Solarthermische Großanlagen erlangen in den letzten Jahren immer größere Bedeutung. Dabei werden diese Anlagen weltweit für die Wärmeversorgung von Wohngebäuden eingesetzt, aber auch in Kombination mit größeren Nah- und Fernwärmesystemen zur Versorgung gesamter Wohngebiete realisiert. Ziel ist jeweils die Steigerung des erneuerbaren Anteils in der Wärmeversorgung, sowohl bei der Modernisierung bestehender Gebäude als auch bei der Erschließung neuer Wohngebiete. Vakuumröhrenkollektoren werden weltweit am häufigsten für solarthermische Anlagen eingesetzt. Ich habe für das Unternehmen San Lomo einen neuartigen Solarkollektor, den sogenannten CAM-Kollektor, entwickelt. Dieser Kollektor zeichnet sich dadurch aus, dass der Energietransport durch Naturzirkulation funktioniert. Auf der Oberseite des Kollektors befindet sich der sogenannte Sammler. In diesen wird Kaltwasser eingeleitet. Durch den Sammler strömt dann das Kaltwasser in die Vakuumröhre. Dort wird das Wasser erwärmt und warmes Wasser steigt da bekanntlich auf. Das wird dann abtransportiert aus der Röhre und aus dem Kollektor gedrückt. Und der große Vorteil dieses Konzepts ist eben, dass keine Rohre verwendet werden, sondern ein wirklicher, unkomplizierter, einfacher Aufbau stattfindet. Und das ist sehr vorteilhaft. In seiner Masterarbeit hat Herr Stadelbauer ein Kollektorsystem entwickelt, ein sogenanntes CAM-Kollektorsystem, ein völlig neuartiges thermisches Vakuumröhrensystem, das einen sehr hohen Wirkungsgrad aufweist. In den ersten Computersimulationen hat dieses System eine sehr gute Performance entwickelt und anschließende Untersuchungen in einem anerkannten Prüflabor haben dann diese Ergebnisse bestätigt und die sehr hohen Wirkungsgrade auch gezeigt. Das Besondere an diesem System, an diesem CAM-System, ist der einfache und unkomplizierte Aufbau. Ein Baukastensystem, das dieses System auch wirtschaftlich interessant macht. Aufbauend auf diese Masterarbeit wird nun vom Unternehmen San Lomo die Umsetzung in ein Vorserienmodell geprüft.